Hallo, ich bin der Integrator. Was ist denn eigentlich mit unseren Künstlern los? Habt ihr die mal gesehen? Wo sind die? Hallo, wo seid ihr? Habt ihr etwa Angst, die Maßnahmen zu kritisieren, die euch jegliche Existenzgrundlage entzogen haben? Oder wollt ihr überhaupt noch arbeiten? Habt ihr noch Bock, überhaupt auf die Bühne zu gehen? Was ist da eigentlich mit den ganzen Kabarettisten und mit Satirikern los, die die Politiker gnadenlos fertig gemacht haben? So mutig haben die das System, politische Entscheidungen angegriffen. Dabei Kopf und Kragen und bis zum Hals im Geld schwimmen riskiert. Und ja gut, solange sie genau wussten, dass die meisten Menschen dem zujubeln und die sich dann in Sicherheit gefühlt haben, da waren sie furchtlos. Aber jetzt muss man schon mit der Kritik aufpassen, nicht wahr? Ja, man könnte schnell in eine Ecke gestellt werden und man könnte verfeindet werden. Das will man natürlich nicht riskieren. Ja, also, was tun die meisten von denen? Ja, die nehmen alles hin und bitten die Regierung um Hilfe. Ja, das ist ja klar. Also, ich würde auch niemanden kritisieren, von der ich gerade Hilfe erwarte. Das geht ja nicht. Ja. Sogar der dreiste Provokateur der Künstlerszene, Serdar Somuncu, der ist still geworden. Der sagt gar nichts mehr. Ja. Er bittet seine Fans um Hilfe, anstatt die Maßnahmen zu kritisieren, die ihn überhaupt in diese Lage gebracht haben. Ja, es tut mir total in der Seele weh, ihn so hilflos und erbärmlich zu sehen. Aber er hat Angst. Was soll er da machen? Dabei gibt es im Moment so viel Material, dass man mehrere neue Stücke schreiben könnte. Ja, verstehe ich gar nicht. Aber, also ich kann euch nur sagen, ich bin seit Jahren schon nicht mehr auf der Bühne. Ich habe dann aufgehört mit dem Kabarett, weil ich dachte, es gibt schon so viele gute Kabarettisten und Künstler, dass ich mich zurücklehnen kann und die Aufgabe den Profis überlassen kann. Aber jetzt sind die meisten abgetaucht und warten ab, bis irgendwas sich ändert. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne euch wird sich nichts ändern. Ja, deshalb kommt der Integrator zurück auf die Bühne. Das heißt also auf die Bildschirme natürlich von Smartphones und PCs oder Laptops, wie auch immer. Ja, der Integrator wird jetzt ab jetzt unangenehme Fragen stellen. Er wird ja, die Widersprüche entlarven und jetzt ganz neu philosophische Ansätze werden wir auch hier loswerden in meinem YouTube-Kanal. Und heute fangen wir mit einer kurzen Frage an. Was passiert dann am 11. Januar? Meine, der Lockdown ist dann bis 10. Januar beschlossen worden. Das ist sehr schön, gut, ja, super. Aber was passiert dann am 11. Januar? Kommt der Chuck Norris und bringt die alle Coronaviren um? Oder sagt die Frau Merkel plötzlich, das war alles bisher ein Prank? Lustig. Oder vergessen wir bis dahin alles und hinterfragen nichts mehr? Also was passiert? Überlegt euch mal. Tschüss, bis demnächst. Euer Integrator.